Joho Leute und willkommen zu einem neuen Gameplay Commentary. Heute spielen wir auf der Map Nuketown, wie ich bin, Call of Duty Black Ops. Da ich Black Ops nicht spiele, sondern von dem lieben Gamer Ruby Wes das Gameplay ist, habe ich keine Ahnung, was das für eine Waffe ist und was er für Perks hat und so weiter. Ja, wir spielen wie gesagt auf der Map Nuketown. Er hatte einen Score am Ende von, ich glaube, 19 zu 12, also nicht so ein berauschender Score, aber ich wollte unbedingt ein Black Ops Gameplay und jetzt hab ich's. Naja, ich möchte heute in diesem Gameplay über meine, Geschichte auf YouTube reden und dann fange ich mal an. Also, ich bin Mitglied mit diesem Kanal, seitdem ich habe kein Internet mehr, deshalb kann ich das jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, seitdem aber ich glaube kurz kurz vor Weihnachten, also noch nicht ganz sehr so lange, also die nächsten 4 Monate. Ich habe schon 105 Abonnenten, tut mir leid. Und ja, ich habe mit den Let's Plays angefangen. Mein erstes Let's Play war Call of Duty Black Ops, sag ich schon, Call of Duty Modern Warfare 3 und Call of Minecraft. Ja, und dann kam später, weiß ich gar nicht, Need for Speed Carbon war das, glaube ich. Dann habe ich Need for Speed Carbon abgebrochen, habe ich so ein Spiel namens Zombie Shooter gemacht. Das habe ich auch abgebrochen. Oder andersrum, erst Zombie Shooter, dann Need for Speed Carbon. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen mit GTA San Andreas. Und dann hat sich eigentlich das ganze Blatt gewendet. Der Spaß war nicht mehr da. Die Zeit war auch nicht mehr so direkt da. Die Commentaries machen mir riesig Spaß. Und ich weiß auch nicht. Es ist jetzt eigentlich hier schon so ein richtiger reiner Code-Kanal und Promotion-Kanal für die jetzt YouTubes. Und ich freue mich auch so sehr, dass mich auch Leute anschauen und wirklich mich abonniert haben. Und ich finde, das ist wirklich ein spontaner Beifall wert. Ja. Weiter geht's dann, nachdem ich jetzt die 100 Abonnenten erreicht habe, will ich natürlich weiterhin auf Erfolg aus sein. Also ich möchte sehr gerne schon mindestens. Ich mache das jetzt sehr lange. Solange ich noch Lust habe oder die Zeit noch da ist, werde ich es weiter noch machen. Das kann auch sein, vielleicht bin ich ja dann noch oder später noch eine Änderung. Ja, kann passieren. Also wenn mal kurzzeitig weg ist. Ich werde natürlich auch Projekte anfangen, wie ein Tutorial, meine Dinge, wie Quickscope, ich in MW3 oder anderen Spielen oder irgendwelche Tutorials. Ich will nicht unbedingt in die Richtung Minecraft gehen, da Minecraft schon so oft gemacht wurde, dass das eigentlich schon wirklich keinen Spaß mehr macht. Ich habe jetzt hier 2 Kollegen, mit denen ich jetzt sehr Kontakt habe und ich denen auch gleich danke, dass sie mich unterstützen. Natürlich ein ist das Fabio, aka Mindless LP. Ja, er ist jetzt Player in Minecraft, macht der Terraria, GTA San Andreas und so weiter. Dann haben wir Gamer Ruby Wiz, der hier das Gameplay zusammengebaut hat aus Nuketown Black Ops, auch gesagt. Der hat einen Minecraft-Channel und da habe ich dann hier das Commentary gemacht und sowas mit mir von jedem Gaming zeigt, kann ich hier passieren. Es gibt auch Gamer Reviews, aber das werde ich nicht tun, weil ich habe auch keinen Stress irgendwie mit den Firmen, wenn ich meinen Video-Trailer nutze oder irgendwelche Spielausschnitte, würde das schon ganz schön in die Hose gehen. Genauso wie bei der GEMA, wenn man irgendwelche Musik danach ja. Falls ich es hier lasse, meine Audio-Qualität ist besser. Jetzt so hier, ich nehme jetzt auch mit Audacity. Ich werde da immer rauschen, wenn man meine Stimme etwas komisch, aber ich muss mein Leben lang rauschen, aber wenigstens kein bisschen. Ich werde hier natürlich muss runterlegen, leise und mit jetzt auch ein bisschen Ingame-Sound nicht da ist. Der Ingame-Sound ist nicht da, deshalb werde ich auch ein bisschen Musik runterlegen. Falls ihr es gemerkt habt, ich mache jetzt bei den Let's Play Together mit. Ja, das ist bei Gamer Ruby Wiz. Und wir sind da zu viert gewesen. Leider ist dann der Hunter LP rausgezogen, da wir auf ihn keine richtige Lust mehr hatten. Und er auch nicht richtig hochgeladen hatte. Dann hatten wir die Fabio und allein. Dazu hat Fabio wieder Gamer Ruby Wiz auf 20 Slots. Wir waren heute schon mal auf 17 Mann dran und war sehr interessant, was sie hier alles auf die Beine gestellt haben. Die
IP steht natürlich in der Beschreibung. Falls ich sie vergesse, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, wer das jetzt bis hierhin noch gesehen hat. Ja, eigentlich war es das jetzt im Großen und Ganzen. Ich werde jetzt auch erstmal aufhören, hier sinnlos rumzulabern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Toto. Alpi Akka. Einfach mal. Tschüss. Und ja.